Die Playoffs rücken immer näher. 44. Spieltag der zweiten Eishockey-Bundesliga. Der EHC München empfing zu Hause die Fishtown Penguins. Wer vor dem Spiel mit einer defensiv geführten Partie gerechnet hat, sah sich getäuscht. Denn es gab in diesem Spiel insgesamt 10 Tore zu bejubeln. Also steigen wir gleich ein in das erste Drittel mit Andi und Thomas vom EHC Fanradio. 3-3. Schön gespielt, wunderbare Chance. Und Tor! Tor für den EHC München, das war großartig gespielt. Und wer ist der Torschütze? Wenn er sich jetzt umdrehen würde, würde ich sehen. Es ist die 19, es war 15. Dylan Gyori war es. Kriegt die Scheibe da wunderbar zugesteckt. Hat dann auf Höhe des Bullykreises einen freien Raum und bringt die Scheibe dann im Tor unter. Jetzt aber bringt die Scheibe schön ins Drittel, nimmt der 2 Bremerhaven aus. Pass auf Gyori, Tor! Wunderschön gemacht. Mehr Chancen braucht er jetzt in München scheinbar nicht. Haben sie den Bremerhavener, die Pinguins, ein bisschen auslaufen lassen. Patrick Seifert holt sich in der Verteidigung den Puck, spielt auf die rechte Seite zu Dietrich, der weiter zu Mike Kompon. Mike Kompon fährt über die rechte Seite ins Drittel. Hinter dem Tor Mike Kompon gegen Huko, der wirklich ein gutes Spiel macht, der neue Verteidiger der Bremerhavener. Hier aber gegen Mike Kompon die Scheibe verliert. Kompon kann ablegen auf Wajcik, der an die blaue Linie. Und Schussversuch von Kevin Lavallee, aber auch der bleibt hängen in der gut stehenden Bremerhavener Verteidigung. Trotzdem München weiter hier im Angriff, Kompon holt sich die Scheibe, legt zurück und dann der zweite Schuss trifft, der jetzt München führt 3-1. Schönes Tor. Sie haben die Scheibe jetzt im Drittel, ja, fast wie in der Aufstellung bei Überzahl. Mike Kompon hinter dem Tor gegen Slayton. Kompon, ja, wird da festgehalten, aber nicht strafwürdig. Wajcik holt sich den Puck von Kompon Schläger, legt zurück zur blauen Linie zu Reed. Der spielt wieder tief hinter die rote Linie, kriegt dann den Puck wieder, muss dafür aber in die linke Rundung stürmen. Hat die Scheibe gut abgeschirmt gegen den Bremerhavener Verteidiger, legt da ab für Dietrich. Dietrich hinter dem Tor, den Pass nach vorne, Schuss, Tor! Und er ist drin. Wunderschön gemacht vom ERC. Auf jeden Fall Fakt ist, der ERC hat sein zweites Überzahlspiel innerhalb von 2 Minuten. Gyori, guter Schuss. Und die Scheibe ist im Tor. Dylan Gyori nach der alten Methode von Wayne Gretzky. 100% aller Schüsse, die man nicht nimmt, können auch nicht reingehen. Er hält einfach mal drauf. Lusins kann die Scheibe nicht festhalten. Und Chris Bane ist es dann letztendlich, der die Scheibe da ins Tor befördert. 5-1 geht der EHC München hier in Führung. Trotzdem bleiben die München im Anschluss im Scheibenbesitz. Sven Gerbig hinter dem Tor, da ist der Schläger oben des Bremerhavener Spielers, der Hauptschiedsrichter steht daneben. Also hier kann man wirklich mal wegen Hohenstocks zumindest abpfeifen. Ob man gleich eine Strafe ausspricht, ist dann die andere Frage. Aber da war der Schläger deutlich am Kinn von Sven Gerbig. Solche Szenen sollten eigentlich abgepfiffen werden. Und jetzt schönes Tor für den EHC München. Aus der neutralen Zone abgezogen, Lusins lässt abprallen, Mike Kompon stürmt auf den zurückfliegenden Puck und knallt ihn ins Gehäuse. Mike Kompony mit seinem zweiten Treffer zum 6-1 für den EHC München. Jetzt kommen die Gäste nochmal hier mit einem Angriff da über die 13. Das ist André Mücke, der bringt die Scheibe da schön ins Drittel. Ah, Treffer jetzt für die Gäste. Die 96 war es. 86, Peter Baumgartner zieht da von der blauen ab.
Abgefälschter Schuss dann noch. Joey Vollmer kann da letztendlich nicht mehr entscheidend eingreifen. 6-2 jetzt hier. München immer noch im Scheibenbesitz, wechselt jetzt hier in Überzahl. Dominik Ogier kommt aufs Eis. Ogier zieht da gleich zur Mitte, kriegt aber die Scheibe nicht. Jetzt von Dave Reed hat er den Puck, schlänzt aufs Tor, die Scheibe liegt frei. Hede zieht ab, aber rechts über das Gehäuse. München jetzt hier mit einem schönen Spiel. Ogier spielt die Scheibe einfach mal in den Slot. Dann lag sie frei. Jetzt wieder Dave Reed von der rechten Seite. Lusins wehrt ab, jetzt nach links. Dort holt sich Dominik Ogier den Puck, spielt wieder quer zu Reed. Ich glaube, die Münchner testen jetzt so die ein oder andere Position im Überzahl. Schönes Anspiel hier von Niklas Hede auf Mark Hiedli, der aber da ja, mit einem Trick versucht, die Scheibe an Lusins vorbeizubringen. Der misslingt. Trotzdem München noch in der Aufstellung. Schöner Pass nach links und Neville Rauter versenkt die Scheibe im Tor. Ja, recht statisch das Ganze, aber eben wunderschöner Pass von Niklas Hede ans lange Eck. Neville Rauter hält den Schläger hin und erzielt hier das 7-2. Der JC scheint es auf jeden Fall hier die Kabinettstückchen rauszuholen. Also das war jetzt gerade schon wirklich à la Bonheur, was Neville Rauter da gezeigt hat. Und jetzt allerdings die Gäste hier mit dem 7-3. Schuss von der blauen Linie. Joey Vollmer wehrt ab und dann hat der Sportsfreund aus dem hohen Norden ein offenes Tor, ein leeres Tor und dann hat auch er keine Probleme, die Scheibe runterzukriegen. 3-7, 7-3, 52-20 gespielt und wenigstens hattest du vielleicht ja dieses Tor gesehen.